So, wir sind jetzt endlich so weit im Wald angekommen, dass wir wegkommen von den ganzen Neolithikum-Bewohnern, die jetzt bisher immer wieder zwischendurch durchs Bild gerannt sind. Hoppala, habe jetzt die Kamera am schweren Stativ. Das ist nicht ganz einfach zu tragen, aber wird kurz gehen. Ja, und jetzt schlagen wir uns endlich so weit in die Büsche. Das war jetzt nicht anders möglich. Es ist halt zwar ein sehr ressourcenreicher Ort da an der Wasserfläche gewesen, aber leider halt auch ein schöner. Und schöne Orte ziehen insbesondere in Zeiten Corona, die Leute haben Zeit, machen Urlaub in Deutschland, eben auch entsprechend viele Menschen nach sich. Gut, sicher. Ich mache ja schon extra langsam, aber es ist auch wirklich warm gerade. Heute Nacht wird es also wahrscheinlich auch nicht richtig kalt. Das dürfte alles relativ problemlos sein. 26, 27 Grad oder was sollten wir heute haben offiziell? Da vorne in den Schatten klingt gut. Sie meint da hinten irgendwo. Ja. Genau. Und im Grunde ist mir das auch viel zu heiß und ich hätte eigentlich gerne eine kurze Hose, die ist aber für den Wald so ungeeignet, dass ich mich halt eben für die lange Hose und auch die lange feste Hose, wenn ich dann später irgendwo mal durch Brombeeren muss, durch Brennnesseln muss, durch sonst was durch muss, habe ich mich eben für diese entschieden zur zusätzlichen Sicherheit, weil Schwitzen ist erlaubt. Dich verletzen ja nicht, wie wir gesagt hatten. Und daher ist das jetzt so. So, gleich sind wir da. Sodala, jetzt Adle. Wir sitzen und wir schaffen. Und zwar, was schaffen wir? Chefin macht schon mal Weide für Weidenkörbchen vorbereiten. Und ich habe mich der ersten Survival-Medizin zugewendet. Und zwar... Was muss ich für ein Leiden vortäuschen? Du musst Kopfschmerzen zum Beispiel haben. Oh! Danke. Bitte gerne. Und zwar folgendes, Weide hat neben der Tatsache, dass man daraus Körbe flechten kann, und das wissen sicherlich viele auch schon, die wundersame Eigenschaft, dass in der Rinde vor allen Dingen jede Menge Salicylsäure drin steckt. Deswegen heißt das Zeug auch Salicylsäure, weil das Ding hier nämlich, Weide nennt sich, jetzt habe ich kein Messer mehr, nennt sich auch ja. Dann schaff mit dem Messer oder überlass es mir, bitte. Dann nimm du's. Ich hab's ja genommen. Ja, und jedenfalls ist dann die Salicylsäure ist nach Salix benannt. Salix ist eben schlau für die Weide und Salicylsäure ist der Wirkstoff, der... Aha, Acetylsalicylsäure. Ja. Ist der Wirkstoff von? Aspirin. Richtig. Was, du weißt sogar, dass das Acetylsalicylsäure... Ja. Ja, weil ich es nicht nehmen darf, weil ich eine Blutgerinnungsstörung habe, weil es blutverdünnend wirkt. Okay, dann sollte man sich damit aus... Dann kriegst du das doch nicht gegen Kopfschmerzen. Nein. Nein, kriegst du nicht gegen Kopfschmerzen. Hingegen, wer zum Beispiel sonst Blutverdünger fressen muss, weil man irgendwelche Probleme eben mit zu dickem Blut im Grunde hat, zu sehr gefährdet ist, was Schlaganfall, Herzinfarkt und solche schönen Dinge angeht, bei denen dickes Blut eher hinderlich ist und man Blutverdünger eben entsprechend nehmen muss. So, und jetzt kommt die Survival-Situation daher und dauert langfristig an und man sollte weiter Blutverdünner nehmen oder man möchte gerne weiter Blutverdünner nehmen, dann könnte man zum Beispiel eben auch zur Blutverdünnung, das ist hoch unwissenschaftlich, ja, aber das ist einfach besser als nichts, so die Kategorie, könnte man auch sich einen Weidenrindentee machen. Und ein Weidenrindentee ist so simpel, wie es nur geht, nämlich man nimmt Weidenrindenstückchen und davon ein paar, und da würde ich mir jetzt gerade mal ein paar zurechtschneiden, und dann tut man die in einen Becher, meinetwegen, wenn man einen hat, sonst in eine Flasche, völlig egal, kippt Wasser dazu und lässt das Ganze eine Weile ziehen. Wenn man kann, nimmt man heißes Wasser, das können wir heute Abend gerade mal noch, wenn wir Zeit haben, können wir das noch im praktizieren, wenn nicht, machen wir es mit kaltem Wasser, beziehungsweise wenn wir Lust haben, genügend warmes Wasser zu erzeugen. Und nimmt ein bisschen Weidenrinde, und das Problem ist,
das ist jetzt ein Naturprodukt. Ja? Und als Naturprodukt hat das keine definierte Inhaltsstoffangabe. Also sprich, 100 Gramm Weidenrinde können viel Salicylsäure enthalten, 100 Gramm Weidenrinde können aber auch 100 Gramm gewesen sein, die relativ wenig davon enthalten. Da hat man keinerlei Möglichkeit, ohne ein Labor, das in irgendeiner Form vorher festzustellen. Und das führt dazu, dass man eben entsprechend vorsichtig sein muss und einfach mal ausprobieren muss, wie viel man von dem Zeug am besten nimmt, bis eine schmerzstillende Wirkung einsetzt. Weil im Wesentlichen, wie gesagt, Aspirin im Grunde Schmerzmittel. Das ist so die Hauptanwendung. Ja, es hat auch blutverdünnende entsprechende Wirkung. Und damit ist auch gleich klar, wie Evelyn netterweise auch darauf hingewiesen hat, für wen ist das nichts? Naja, wer halt eben mit blutverdünnenden Mitteln so gar nichts anfangen kann, wie zum Beispiel, wenn die Blutgerinnung sowieso schon nicht gut funktioniert. Ja, also dann ist das natürlich überhaupt nichts. Es wäre also eher was für mich jetzt, für mein schmerzendes Knie, das gerade ganz gut ist, aber da könnte ich mir einen Weidenrindentee machen, um zumindest nachts gut schlafen zu können, weil dann wenigstens nachts die Schmerzen nachlassen. Ob das tagsüber eine gute Idee ist, gerade wenn man schmerzende Gelenke hat, die wirklich so weit zu betäuben, dass sie halt gar nicht mehr wehtun, dann weiß man halt auch nicht, hat man jetzt gerade einen guten Schritt gemacht oder hat man jetzt gerade einen schlechten Schritt gemacht. Schmerz ist ja auch durchaus ein Signal, mit dem der Körper uns was mitteilen möchte, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und dieses komplett zu ignorieren ist gerade auch, wenn man darauf angewiesen ist, dass der Körper möglichst lange noch funktioniert, keine allzu schlaue Idee. Wollen Sie das Messer wieder haben? Ja, gerne. Bitte sehr. Und ich habe mir jetzt hier einfach also ein paar Schnitzel Weidenrinde gemacht. Das würde für den Anfang zum Ausprobieren, ja, wenn man jetzt eben noch nicht weiß, wie viel Wirkstoff enthält unser Rohstoff, würde diese Menge auf jeden Fall schon mal erstmal ausreichen. Und damit könnte man sich jetzt ein erstes kleines Tässchen Weidenrindentee entsprechend zubereiten. Der schmeckt übrigens widerlich. Das wäre noch hinzuzufügen. Schmeckt wirklich, wirklich, wirklich richtig widerlich und ist auch in dem Sinne nicht gesund. Das ist ein Medikament, ein schmerzstillendes. Da sind noch diverse andere Sachen dann natürlich drin. Man kriegt nicht nur den Wirkstoff der Weidenrinde, den man haben möchte, sondern auch alle anderen. Und darunter eben auch diverse Gerb- und Bitterstoffe. Und deswegen schmeckt das Zeug auch so widerlich. Das ist weniger die Salicylsäure als mehr andere entsprechende. Also die würde wahrscheinlich auch nicht gut schmecken, aber als mehr die anderen Eigenschaften. So, wenn man davon zu viel trinkt, das wäre jetzt auch noch interessant, dann gibt es schlicht und ergreifend Verstopfung. Denn fast alle Rinden, die wir von irgendwelchen Holzpflanzen abschneiden können, enthalten einen gewissen Anteil Tannine zum Beispiel und auch andere Gerbstoffe und eben, ja gut, Tannine sind auch ein Teil eben der diversen Stoffe, die auch unter den Gerbstoffen zu zählen sind oder sekundäre Stoffe, Pflanzenstoffe und. Jedenfalls, die Tannine sind dahingehend interessant, weil die dafür da sind, dass sich im Darm von Insekten bestimmte Partikel, die zur Nahrungsaufbereitung dienen, zusammenkleben. Und dann dienen sie nicht mehr zur Nahrungsaufbereitung. Und damit kann ein Insekt seine Nahrung nicht mehr vernünftig verdauen. Und damit wird es dann früher oder später eingehen, weil es halt nichts mehr verdaut bekommt, wenn es also zu viel davon frisst. Ja, das ist also ein Insektenschutz letztendlich. Unser Darm ist da in der Hinsicht ein bisschen komplexer und leidet etwas weniger unter dem Zeug. Aber wenn man davon ganz viel zu sich nimmt, dann gibt es halt irgendwann auch bei uns eine gehemmt ablaufende, langsam ablaufende Verdauung, was sich dann eben in Verstopfung äußert. Ja. Gut, so viel zum Thema Weidenrinde. Ich nehme die mal mit. Ich packe sie mal zur Birkenrinde. Dann können wir mal gucken, ob wir daraus wirklich noch das entsprechende Heilmittel herstellen können oder ob wir es bei der Theorie und beim Zubereiten des Rohstoffs belassen. So, was gibt's bei dir jetzt Neues inzwischen? Bei mir gibt es ganz viele geschälte und vorbereitete Weidenstöckchen für das Körbchen als Transportgefäß. Wir wollten ja ein Körbchen machen. Mhm. Und zwar bin ich jetzt eigentlich bei allen Ästen am gucken, dass ich möglichst lange, dünne, biegbare Ästchen frei mache, sprich an den Verzweigungsstellen abschneide und dann die Blätter, am besten geht es einfach gegen die Wuchsrichtung einmal abziehen, wusch,
sind sie weg. Dann hat man so kleine biegbare Streifen, oder besser gesagt Zweige zum Rundherumweben, Flechten. Und ein paar dickere, wird wahrscheinlich gerade auch hier eins sein, wird dann das Skelett, die Grundstruktur vom Körbchen werden. Was wichtig ist, ich brauche irgendwo eine Gabelung, damit ich eine ungerade Anzahl einzelner Skelettäste eigentlich dann habe. Ich habe keine Ahnung, wie die Fachbegriffe dazu heißen, ich kann es nur umsetzen. Aber das zeige ich dann im Detail, wenn ich hier alles klein gemacht und parat habe. Ich bin ja eigentlich schon ein Mann für Fachbegriffe, aber in diesem Fall habe ich keine Ahnung. Also, ich meine ja nur. Ja, gut, während sie dann da noch am Tun ist, würde ich mal anfangen, uns zumindest mal ein Wassertransportröhrchen aus Staudenknöterich herzustellen. Aber dann brauchten wir ja schon wieder ein Messer. Ja, ich komme auch ohne Messer. Du kommst auch ohne Messer relativ. Relativ weit. Okay, was ich jetzt mache, ist einfach mal hier abschneiden. Ich glaube, ich nehme die Säge, warum nicht? Das Ding hat ja netterweise eben auch eine Säge, deswegen haben wir uns. Nein, danke. Haben wir uns genau auch eben für dieses Messer entschieden. Ne? Hier, deines kleines Sägelchen. Und ich säge mal, das ist dann nicht mehr im Bild, aber ihr wisst, wie das funktioniert. Habt ihr schon mal jemanden sägen sehen? Ne? Nicht ins Bein. Nein, nein. Also mit der Säge geht das sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach. Sehr, sehr gut und auch sehr, sehr sicher. Safety first spielt ja auch eine Rolle. Ne? So, also das sieht jetzt folgendermaßen aus, dass wir hier eben diesen Zwischenboden drin haben und da wollen wir dann nachher ein kleines Loch drin haben, aber ich säge jetzt hier auch nochmal das Ganze schön ab. Da. Okay, soweit so fertig. Ne? Also wir haben hier jetzt einen Hohlkörper auf beiden Seiten entsprechend verschlossen. Was ich jetzt möchte, ist eben auf einer Seite ein Loch reinmachen, auf der anderen Seite logischerweise nicht. Und stell mal auf das Teil scharf, danke, danke liebe Kamera. Und dann brauchen wir noch irgendeinen Stöpsel dafür. Stöpsel könnte man jetzt nehmen, entweder ein dünneres Stück vom Knöterich, das halt dann noch verschließt. Das würde wahrscheinlich ein bisschen besser ineinander passen. Da habe ich aber leider nicht dran gedacht, beziehungsweise, ja doch, hätten wir auch. Aber den darf ich jetzt nicht zerschnibbeln, weil wir haben noch ein bisschen was mitgenommen, um ein Blasrohr zu bauen. Ja doch, da kannst du ruhig ein Segment rausnehmen. Ein Segment darf ich rausnehmen, ja, ja. Das ist aber lieb. Genau, den hier. Und da würde ich jetzt einfach mir auch nochmal einfach das Stopfsegment mit ein bisschen Röhrchen dran, würde ich mir hier nochmal abschnibbeln, so ungefähr auf der Höhe, nur damit ihr wisst, was ich mache. Da oben auch nochmal abschnüpfeln und dann ist das mein Stöpsel. Und dann muss ich hier halt ein Loch reinmachen, in das der Stöpsel möglichst gut reinpasst. Ist relativ selbsterklärend, ne? Ich habe in der Zwischenzeit ein dreigeteiltes Stück gefunden, das heißt, ich habe eine ungerade Anzahl an, keine Ahnung, wie man den Dingern nennt. Äste. Ja, alles ist Ast. Ja. Ich muss mal danach denken, wie dieser Fachbegriff heißt. Stangen. Du könntest ja einfach so tun, als ob du nur den Schweizer Fachbegriff kennst. Erfindest und irgendeine Lust. Püpfel. Genau, erfindest irgendein lustiges Schweizer Wort, das nicht existiert. Und wir Deutschen glauben dir das dann. Ja. Gut, aber die Schweizer Zuschauer werden dich durchschauen. Ja, die müssen es auch erst selber wissen. Okay. Stöpsel, Rohr, Löchchen reinbohren. Mach ich mal eben. Ne? Ist relativ selbsterklärend. Ich hatte mal ein Messer. Du hattest mal ein Messer, richtig? Mhm. Ich glaube schon. Bitte sehr. Na, jetzt gerade nicht. Mhm. Too bad. Okay. Also, jetzt haben wir hier ein Loch. Stöpsel. Passt nicht, Loch zu klein. Messer weg. Großes Loch. Stöpsel. Passt. Tada! Stöpsel ein Loch. Ja, super dicht ist das nicht, aber es geht bestimmt. Und wo haben wir denn unser Brackwasser? Da hinter dir in der Literflasche. Mhm.
Hier ist das Brackwasser, also das, was nicht Trinkwasser ist. Man sieht es auch an der Farbe übrigens. Das kann man mal ganz gut vorzeigen. Das hier, eben Wasser, bei dem wir uns nicht sicher sind, ob man es trinken kann. Das hier, Wasser, bei dem wir uns sicher sind, dass wir es trinken können. Ich glaube, das hier blaue Flasche, das hier durchsichtige Flasche. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Oh, schaut mal da, ein Wald. Gut, jedenfalls die Hoffnung ist jetzt, dass ich hier jetzt Wasser reinfüllen kann und das dann einigermaßen drin bleibt, insbesondere solange der Stöpsel drin ist. Das ist die Hoffnung. Gucken wir mal. Also will man viel Wasser transportieren, kann man sich natürlich beliebig viele von den Dingern machen. Ja, so viel Wasser ist jetzt drin. Es tropft unten jedenfalls noch nicht raus. Ich muss noch ein bisschen was rausgießen. Ist zu voll, passt der Stöpsel nicht mehr rein. Das gute Brackwasser. Das gute Brackwasser. So, Stöpselchen. Ah, Stöpselchen zu weit rein. Stöpselchen jetzt drin. Hoppala. Hoppala. Aber in der Theorie, in der Praxis, ich mache doch sowas nicht so oft. Ja, aber in der Theorie wäre das jetzt da drin. So. Und ja, in der Praxis ist es ganz drin. Ich meine, es kommt jetzt darauf an, wie weit man sein Wasser eben transportieren möchte. Wie man sieht, es tropft immer noch nicht. Das Ding ist voll, da geht relativ viel rein. Und man kann da also schon, wenn man sich ein paar von diesen Röhrchen macht und die dann vielleicht noch aneinander bindet, wenn man irgendwie Schnur improvisiert hat und so weiter und so fort, kann man da schon relativ eine Menge Wasser mit durch die Gegend schleifen. Und das lässt sich eben anders als alle anderen Wassergefäße wirklich vergleichsweise einfach herstellen, wenn man da nicht zu blöd ist, seinen Stöpsel aus Versehen durchzudrücken. Dann, ja, dann wäre es jetzt nach oben hin auch ein bisschen dicht, was es jetzt natürlich nicht ist. Ja, nicht dumm gelaufen, ne? Aber andererseits, das ist eine Ressource, die ist nahezu unbegrenzt verfügbar. Ja? Also man kann sich von diesen Dingern aus so einem... Das nächste Deckelchen basteln. Ja, aus so einem Feld kann man sich wirklich beliebig viele von diesen Segmenten mitnehmen. Das ist völlig wurscht. Und hier könnte ich zum Beispiel den da jetzt voll machen. Es ist auch... Man braucht sie ja auch nicht verschließen. Man kann auch einfach gerade diesen hier machen, einfach absägen und nimmt sie dann einfach aufrecht mit. Wenn man genügend davon aneinander bindet, hat man wirklich eine Mordskapazität, Wasser zu transportieren. Wenn man zum Beispiel sich an seinem Lagerplatz, das ist auch nochmal was, einen ganzen Baumstumpf ausgehöhlt hat, ausgebrannt hat, dann hätte man da also auch eine Möglichkeit, sich ein Waschbecken einzurichten, beziehungsweise ein größeres Wasserdepot und könnte dann, wenn man ein bisschen weiter weg vom Wasser lagert, eben mittels dieser Röhrchen relativ viel Wasser transportieren. So, Haken bei dem Zeug ist, das gibt es halt quasi nur im Sommer. Ja, die sind im Herbst dann irgendwann abgestorben, dann kannst du sie nicht mehr gebrauchen. Im Winter sind sie nicht da, im Frühjahr sind sie noch viel zu klein. Also, ja, Sommer-Survival dafür. Aber da ist Wasser ja auch noch mehr das dringende Thema und so gesehen vielleicht doch ganz praktisch. Und ihr seht, hier tropft immer noch nichts unten raus, also das hebt tatsächlich. Die werden leicht feucht unten, ja, und man verliert langsam auch ein klein bisschen Wasser. Aber das geht so langsam, das ist vertretbar, denke ich. Hände waschen. Hände waschen. Corona, wichtig. Ja. Nee, Blaubeeren. Oh, Blaubeeren. Jemand von uns hat Blaubeeren gesammelt. Ja, zeig mal dein Foto vor. Ja, gut, jetzt ist es schon nicht mehr ganz so deutlich. Schade. Mach mal da weg. Ja, ich habe schon ein bisschen weggeputzt. Mhm. Also ihr seht, da war auch ordentlich was drin. Ne? Ich habe da jetzt doch einiges rausgießen können. Das gute Brackwasser. Jo. So. Jetzt müssen wir Kamera umstellen, weil ich wäre soweit, dass ich hier anfangen kann. Alles klar. Dann übernimmt Evelyn jetzt, nur damit ihr wisst, was Sache ist, übernimmt jetzt ja. Das Flechten, Körbflechten. Und ich schnapp mir die Action-Cam und renne hier irgendwie ein bisschen in der
ganz langsam in der Gegend rum und gucken mal, ob ich noch irgendwelche Sachen finde, die in irgendeiner Form nützlich sein könnten. Und wenn nicht, haben wir die Gegend ein bisschen erkundet und wissen wenigstens, was hier Sache ist. Erstmal Schnitt.